viele Leute haben so dieses Klischeebild der neuen Musik, die klingt kacke, irgendwie für 20 Minuten. Ich mache Kunst im Medium Klang oder im Medium Musik, aber welches Material dem zugrunde liegt oder wie es dann am Ende klingt, ist egal, das kann auch so klingen. Dass ich irgendwann mal professionell Musik machen werde, war für mich eigentlich schon immer alternativlos. Meine Eltern sind eigentlich keine Musiker, aber mussten aus Zufall in Köln damals im Studentenwohnheim für Musiker wohnen. Und deshalb waren meine ersten Babysitter alles Geiger und Posaunisten. Und anstatt dann wirklich auf mich aufzupassen, haben die meistens geübt. Und so bin ich, glaube ich, schon relativ früh mit Musik und Musikern in Berührung gekommen und wollte dann auch relativ früh mit 3 schon Geige spielen. Die Komposition war davor schon immer irgendwo drin. Also es gibt in meiner Geigenschule auf der letzten Seite immer so ein leeres Notenblatt. Und das habe ich schon damals vollgekritzelt und erste Oper drüber geschrieben, weil irgendwie damals schon der Drang war, selbst kreativ zu werden. Und ja, habe mich gefühlt wie Mozart. Meine Familie ist dann später nach Dresden gezogen. Da bin ich dann so zum ersten Mal in Kontakt mit, ich sag mal, etwas professionellerer Musik gekommen. War Mitglied im Knabenchor, hatte dann auch Instrumentalunterricht an der Musikhochschule in Dresden, Geige und Klavier. Und hatte dann auch den ersten Kompositionsunterricht. Am Anfang klang meine Musik halt eher noch wie eine schlechte Mozart-Kopie und ich war diesen ganzen experimentelleren Strömungen erst gar nicht so wirklich aufgeschlossen gegenüber. Ich habe mich dann irgendwann entschlossen, Komposition auch zu studieren. Und bin dann nach Stuttgart an die HMDK gekommen und war bei Professor Martin Schüttler. Es gibt dieses gängige Klischeebild von neuer Musik, dass die irgendwie immer besonders experimentell klingt und besonders spröde oder hässlich. Und mir ist bei meiner eigenen Musik aber wichtig, dass es weniger um die klangliche Oberfläche geht, die kann sowohl so klingen, als auch relativ traditionell. Sondern es geht um eine Art, über Musik nachzudenken. Was kann Musik, was kann Klang? Und ich würde es vielleicht eher mit bildender Kunst vergleichen. Die Inspiration kann dabei wirklich alles Mögliche sein. Das ist auch bei jedem Stück anders und dementsprechend ist dann auch die Arbeitsweise anders. Und ich sag mal, der Stil, also die klangliche Oberfläche, kann dann bei jedem Stück völlig unterschiedlich sein. Es geht mir dabei dann nicht zwangsläufig darum, die Leute besonders gut zu unterhalten. Natürlich, Unterhaltung ist ein Aspekt der ganzen Sache. Aber es geht halt eher darum, den Leuten neue Sichtweisen auf Dinge zu zeigen. Ein Stück, das für meine Entwicklung besonders wichtig war, sowohl privat als auch professionell, wurde im Sommer erst aufgeführt von Ensemble Ascolta beim Sommer in Stuttgart. Und in dem Stück geht es um meine eigene Vergangenheit, wie ich zum Komponieren gekommen bin, wie meine Familie sozusagen zwischen Deutschland und Polen lebt und agiert. In dem Stück habe ich eigentlich eins meiner allerersten Stücke, ein Klavierkonzert, das ich mit 10 geschrieben habe, neu aufbereitet. Mein Vater hat, das würde ich von Polen sagen, aber nicht von Deutschland, obwohl ich nie in Polen gewohnt habe. Also das hier ist dann irgendwie das originale Klavierkonzert. Man sieht auch, wenn man das Notenbild anguckt, das ist relativ traditionell gehalten. Da ist jetzt noch nichts von neuer Musik zu spüren. Aber vor allem kann ich nicht mehr auf Polnisch sprechen. Geografisch zu arbeiten war für mich auch neu und irgendwie eine krasse Erfahrung, sich so in die Öffentlichkeit zu stellen. Und es war eine Überwindung, das zu machen, aber es hat sich gelohnt. Für das Stück habe ich dann auch alte Kindheitsfotos von mir, die entweder was mit der Thematik Musik oder mit der Thematik Polen zu tun haben, reenacted und dann alles auf Dias produzieren lassen. Ich habe mich auch gefreut, dass ich dann irgendwie relativ viel Anerkennung für das Stück bekommen habe. Also ich habe beispielsweise das Steinbrenner-Stipendium für Komposition für die Arbeit an diesem Stück bekommen. Und das zeigt mir irgendwie, dass ein richtiger Weg ist, den ich auch weiter verfolgen will.